Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und diesmal Surviving Mars. Ist wieder ein Aufbauspiel. Ich habe schon versucht aufzunehmen. Hab das Tutorial gemacht, aber, und dann habe ich hier den Kreativmodus mal kurz reingeschaut. Das war ich aber, da war ich bei 2 Stunden 20, das kann ich nicht hochladen, das ist einfach zu viel. Deswegen machen wir das jetzt nochmal, nur den Kreativmodus ohne Tutorial. Ich habe auch noch nicht das ganze Tutorial beendet. Also da sind noch einige Sachen, die ich noch nicht weiß. Also ich zeige euch erstmal, was wir da haben. Tutorial, neues Spiel, da hat man dann halt begrenzte Ressourcen und muss halt so lange wie möglich durchhalten und am besten alle besiedeln, denke ich mal. Spiel laden ist, wenn man ein Spiel gespielt hat und weiterspielen will, logischerweise. Herausforderungen, da kriegt man dann wahrscheinlich, so wie bei Jurassic Park und so, fertige Parks, also ein fertigen Park und ja, baut es auf, du musst, und man ist dann im Minus vom Geld oder keine Ahnung, oder irgendwelche Erdbeben oder Meteore haben alle zerstört oder fast alle, und man muss mit sehr wenig zurechtkommen, um das nach und nach wieder aufzubauen. Aber wir wollen jetzt erstmal den Kreativmodus nehmen und wollen da erstmal reingucken. Wie gesagt, ich habe noch nicht das ganze Tutorial durch. So. Ja. Treibstoffproduktion und 25% erledigt. Gebäude müssen seltener instand gehalten werden. Das klingt schon mal gut. Ja, das nehmen wir. So, Logo können wir noch auswählen. Nehmen wir einfach mal das. Gemeinde zufällig. Nehmen wir einfach mal das hier. Und erhöhte Produktion. Keine Katastrophen. Endloser Nachschub. Klingt schon mal ganz gut. Weiter. So, hier können wir jetzt auch nochmal was einstellen, also Sachen hier zurücknehmen und dafür andere Sachen dazu packen. Aber das ist eigentlich ganz gut. Wir machen weiter. Und jetzt müssen wir uns natürlich einen Platz aussuchen, wo wir landen wollen. Der sieht schon mal ganz gut aus. Der sieht gut aus, den werden wir nehmen. Weil wir haben hier Beton, wir haben Metalle und Wasser ist halt ein bisschen wenig, aber das macht ja nichts. Ich habe auch noch keine Menschen auf dem Mars gehabt. Ich hatte zwar schon Kuppeln gebaut und so, aber ich bin im Tutorial und noch nicht so weit. Welcome to Mars. Ja, um Menschen. So, wir können hier auch schon mal Gebiete erforschen. Milestone achieved. Anomaly found. Und das sieht schon mal ganz gut aus hier unten. Wir wollen... Gehen wir nach... Wir gehen einfach mal rechts durch. Gehen wir hier oben hin. Research complete. Da ist was. Anomaly found. Wir haben noch einmal frei. Dann würde ich sagen, hier haben wir dann das alles. Dann lassen wir die Rakete einfach mal hier landen. Wir haben hier schön viele Sachen. Wir haben sogar Wasser hier. Dann lassen wir die Rakete einfach mal hier landen. Research complete.
Nee, wir müssen das. So, hier sieht es doch ganz gut aus. Beton ist da. Ist da. So. Hier landen wir jetzt. Wähle einen Sektor aus, der gescannt werden soll. So. Research complete. Kontrolleinheit, Transporter, Erkunder. So. Den scannen wir jetzt erstmal hier. Achso, warte mal hier. Ja, wir lassen den erstmal da hoch. So. Dann lassen wir den da mal scannen. Hier seht ihr das. Da ist er. Wir können auch hier. Wir können jetzt nicht nur rein und raus zoomen. Ja, ich mach mal so. Wenn wir jetzt R2 gedrückt halten und nach vorne drücken, da können wir uns so auf der Oberfläche bewegen. Research complete. Ja, seht ihr das? Anomaly analyzed. Haben wir denn noch irgendwo was Gelbes? Nee. So. Research complete. Den bewegen wir jetzt erstmal hier hin. Der macht nämlich unsere Drohnen. Seht ihr? Und dann da, wo der ist, können wir bauen. Und jetzt werden wir aber erstmal so ein Betonwerk bauen. Ne, was sagt er? Was sollen wir zuerst bauen? Bereite Platz zum Lagern von 30 Einheiten. Jeder Transport, Ressourcen, Deponie in Reichweite der Drohnen gebracht. So, das machen wir einfach mal hierher. Zack. Und jetzt nochmal. So, da haben wir das schon. Das wollen wir jetzt hier bauen. Einmal. Ihr seht, die Drohnen flitzen hier gleich los, zwei Stück, und bauen. Und jetzt haben wir natürlich hierfür keinen Strom. Jetzt müssen wir natürlich noch Strom bauen. So, dann nehme ich einfach jetzt mal hier. Research complete. So ein Ding. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Stromkabel. So. Und wie ihr seht, gleich, wenn der hier mit dem Kabelbauen fertig ist, haben wir das Strom. Und wir stellen schon das erste her. So. Sollen wir denn jetzt bauen? Der sagt mir hier. Drohnenhub. Genau. Wir bauen jetzt hier so einen Drohnenhub und dadurch können wir das jetzt ausbauen, bis wo wir hinkommen. Wenn man rauszoomt, kann man das dann schon schön machen. Wir machen die mal hier schön. Ja, bis zur Rakete. So. Das ist hier ganz gut. Research complete. Und natürlich müssen wir, wenn wir hier Drohnen haben, müssen wir auch
Drohnen. Ladestation machen. Ich mache mal 3 Stück, das reicht erstmal. Und hier selbst brauchen wir auch wieder Strom. Ich setze das einfach mal hier direkt hier hin. Dann brauchen wir jetzt hier keine großartigen Kabel packen. So, und das läuft. Und die Drohnenstation läuft. Da sind wir jetzt auf der sicheren Seite. So. Als nächstes, weil wir so schon schön dabei sind, können wir das hier natürlich hier auch noch machen. Wir können mit L1 und R1 können wir das hier drehen, wo der abbauen soll. Research complete. Okay. So. Wo waren das mit den für die Drohnen? Hier. Erhöht die Scan-Reichweite. Geschwindigkeit. Besonders bei nahen Sektoren erhöht die. Katastrophen, ja, das setzen wir mal hier hin. Zack. Und hier war aber auch noch was. Tunnel. Mit Tunnel können. Research complete. Also einen Tunnel habe ich noch nie gebaut, muss ich ehrlich sagen. Das lassen wir noch lieber nochmal weg. So, jetzt können wir hier natürlich auch noch andere Sachen bauen. Treibstoffraffinerie. Forschungsboost, das habe ich nämlich falsch gemacht. Wasser. Gut. Qualität niedrig, okay. Forschungsboost, erhöhte Forschung innerhalb. Research complete. Metalle, oh yes. Ah, scheiße. Das wird von Kolonisten betrieben. Ich habe noch nicht einen Kolonisten. Ich hatte auch noch nie einen Kolonisten.
aber ich weiß nicht, was wir jetzt hier bauen sollen. Während des automatischen Speichern hängt das immer mal wieder. Das habe ich ohne nie gebaut gehabt. Research complete. Ist der schon fertig? Nicht funktionierende Gebäude. Okay, warum nicht? Research complete. Ach, der Lagerraum ist voll, sehe ich jetzt gerade. Research complete. So, jetzt haben wir das. Die bauen auch schon mal schön her. Nicht funktionierendes Gebäude. Welches funktioniert denn wieder nicht? So, das hier wegen Strom. Aber jetzt fährt da eine Drohne hin. Jetzt müsste gleich funktionieren. Nee, natürlich nicht. Research complete. Wähle eine Technologie zur Erforschung.
Milestone achieved. Research complete. So, läuft, würde ich sagen. Wir haben jetzt nicht viel. Ihr seht, es ist wirklich minimal. Aber wir wollen noch gucken. Funding received. Wo haben wir denn das Forschungsding jetzt hier hingepackt? Hier. Erkundungsfahrzeug, ne? Das schicken wir einfach mal hierher. Der soll mal erkunden. Research complete. Oh, das nervt. Dass es nicht immer gleich klappt. Status inaktiv. Schon wieder voll. Research complete. Sollte jetzt erstmal reichen, oder? Müssen wir mal gucken. Research complete. Was ladet der denn jetzt auf? Oh ja, das brauchen wir, genau. Dann sind es die richtigen. Wir brauchen Metalle. Ja, mach du mal. So.
Wasservorkommen. Dann werden wir doch mal Wasser bauen. Wasser aus unterirdischen Vorkommen. Genau das wollen wir haben. Da. So. Und dann wollen wir aber auch noch, dass der hier Wasser... Research aus der Umgebung complete. Zieht. Und dann brauchen wir natürlich auch einen Wassertank. Und wir brauchen nicht nur einen Wassertank, wir brauchen ja mehrere Wassertanks. So, dann müsste eigentlich genug Wasser da sein. Jetzt brauchen wir erstmal eine Wasserleitung. So. Wasser und Sauerstoff kostet nichts. So, kann manuell aktiviert werden, um die Wasser- und Sauerstoffversorgung zu unterbrechen. Mehr brauchen wir nicht. So. Research complete. So, das haben wir. Und das setzen wir jetzt natürlich. Noch wieder automatisch speichern. Also das ist. War im Tutorial nicht so, aber hier jetzt mit dem automatischen Speichern dann immer hier. Drohnen sind überlastet. Research complete. So, jetzt haben wir hier Wasser. Wir brauchen aber natürlich auch noch Sauerstoff. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Bis wohin können denn unsere Drohnen? Bis hier hoch können unsere Drohnen. Na, dann werden wir doch mal hier oben. So. Wasser haben wir. Wir brauchen jetzt natürlich Sauerstoff. Erzeugt Sauerstoff, genau. Das wollen wir jetzt haben. Einmal zweimal
Research complete. Speichert Sauerstoff. So, dann wollen wir hier das zum Speichern vom Sauerstoff haben. Das ist außerhalb. So, das machen wir einmal dahin. Da habe ich mir schon die Erfahrung gemacht, dass man da aufpassen muss, wie man das packt. Dass man die teilweise gar nicht so eng zueinander packen darf, weil sonst kann man die nicht miteinander verbinden. Das ist dann eher suboptimal. Weil die ja verbunden werden sollen. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen zu Testzwecken hier mal so gemacht. So. Wo haben wir denn unsere? Da haben wir sie. Ne, da. Research complete. Ich habe nämlich jetzt die, da ist er, den Rover dahin geschickt. Der nimmt jetzt gleich die Drohnen mit und die werden hier ausströmen und das bauen. Wir brauchen aber jetzt auch noch Leitungen. Da warte ich aber erstmal ab, bis alles fertig ist. Seht ihr, das geht nicht. Aber von hier... Na? So, also hätten wir doch noch ein bisschen enger bauen können, aber ihr seht, dazwischen muss halt so ein Ding passen, sonst ist das ganz schnell scheiße. Research complete. So, aber uns fehlt jetzt hier noch Strom. Wir müssen jetzt natürlich hier noch Strom herkriegen. Und dafür setzen wir jetzt hier noch ein paar davon hin. Natürlich noch eine Stromleitung. Da. Es reicht eine, weil die so dicht nebeneinander sind. So, die versorgen sich alle gegenseitig. Und hier machen wir mal zur Sicherheit noch eine hin. Research complete. Jetzt sollen wir Kuppel bauen, so wie es aussieht.
Weil beim letzten Mal habe ich das einfach wahllos drauf hier zugebaut. Oh, na, ist ja alles voll hier. Ist ja alles voll. So, dann nehmen wir uns jetzt einfach mal unseren Rover. Den bewegen wir. Wo bauen wir denn am besten die Kuppeln hin? Ich würde sagen, hier ins freie Gebiet, oder? Weil wir haben hier so schön viel Platz, da können wir die schön hier hinbauen. Wir haben noch das zum Scannen. Ja. Ich will noch. Was machen wir denn jetzt hier? So. Jetzt bauen wir einfach mal Kuppeln. Und die Kuppeln, die sind hier. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Zylinderkuppel. Und dann haben wir noch so runde Kuppeln. Hier haben wir noch Durchgang. Den habe ich auch nicht gebaut. Verbindet Nahkuppeln sowie deren Strom und Lebensmittel. Oh, Lebenserhaltung. Geil. So, also bauen wir jetzt einfach mal so eine Runde. Ich setze die jetzt einfach mal hier. Hier haben wir noch genug Platz zu anderen Sachen. Ich muss jetzt mal gucken, wo machen wir das jetzt am besten. Research complete. So. Machen wir so am besten. Na, so. Zack. Und dann bauen wir noch eine Kuppel. Und die setzen wir einfach hier ran. Und dann sagen wir, machen wir noch eine Kuppel. Milestone achieved. Also so viel hatte ich letztens auch nicht gebaut, aber ich will es mal testen. Ah, scheiße, hier habe ich es verkehrt rum gemacht, wa? Ja. Hier habe ich es verkehrt rum gemacht, scheiße. So, dann brauchen wir jetzt erstmal das. Research complete.
So, jetzt gucken wir mal. Können wir jetzt hier hinbauen? Ne, wir haben hier noch Kuppeln. Aber ich würde gerne mal wissen, was das mit diesem komischen Ding auf sich hat. Warum war das denn hier? Hm, hier, da, das Tunnel. Research complete. Vorgelagertes Gebäude, Wohnanlagen? Okay, dann nehmen wir jetzt mal... Was haben wir denn hier? Sollen wir bauen, ne? Das machen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal... Das. Research complete. So, jetzt sind alle verbunden. Das ist da lang, das ist da lang, ja. So. Jetzt müssen wir jetzt noch kurz... Da... Und die bewegen wir jetzt einfach mal dahin. Dann müsste der doch da hoch anfangen zu bauen. Weil da ist noch offen. Seht ihr das? Hier, da und da. So, und jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine Leitung für... Sauerstoff. So, jetzt haben wir die verbunden. So, aber hier fehlt noch.
Research complete. So, jetzt sollte eigentlich alles verbunden sein und im Kreislauf. Ich bin schon wieder fast 46 Minuten und wir haben noch nicht mal Menschen hier. So, jetzt brauchen wir Strom. Setzen wir einfach mal da. Da. Kraftwerke hin. Und dazwischen. Setzen wir jetzt noch die Teile hier. So. Und dann brauchen wir natürlich noch Stromkabel. Research complete. So, da, da, da. So, jetzt sollten sie alle Strom haben gleich. So. Research complete. Ist die noch nicht ganz fertig? Oder warum braucht der hier Drohnen? Keine Ahnung. Aber wir stellen den mal lieber dahin. Gut, dann ist die Kuppel nämlich mehr drin. Dann fangen wir nämlich mal jetzt an. Hier.
Kills Farm. Research complete. Jetzt speichert er wieder. So. Jetzt kommen die Drohnen bis hierhin. Das ist gut. Da kann ich nicht noch mehr Drohnen bauen. Wir wollen ja jetzt anfangen und wir sollen hier zuerst bauen. Seht ihr, hier leuchtet's. So, Kolonisten haben wir. Bewohner kommt jetzt. Ich habe ja genug von den Dingern gebaut. Wir müssen dann noch nämlich was für Lebensmittel machen. Aber wie gesagt, ich bin im Tutorial noch nicht bis zu Bewohner gekommen. Und ich weiß gar nicht, wie man die denn hierher kriegt. Weil die müssen ja erstmal herkommen von der Erde. So. Kindergärten. Research Spielplatz complete. Brauchen wir auch noch nicht. Schule brauchen wir noch nicht. Universität brauchen wir nicht. Forschungslabor. Auf jeden Fall brauchen wir Forschungslabor. So. Und
Nur drei Stück, aber so. Und Weltraum, Bad, was haben wir hier? Sicherheitszentrum. Lebensmittelgeschäft. Kunstladen. Naja, bauen wir mal hin. Mal gucken, was das bringt. Elektroladen auf jeden Fall. Das können wir alles noch nicht bauen. Jo, das nehmen wir auf jeden Fall. 70% des verbrauchten Wassers klingt schon mal sehr positiv. So, was haben wir denn noch, was wir hier bauen können? What? Was nun? Wir wollen. Hier haben wir Parks. Kleiner Park, Garten. See hin, dass wir alles mal gebaut haben. Brunnen. Unterirdische Heizung. Achso, das kann ich. Heizung geht nicht. Den hatte ich bis jetzt auch noch nicht, so ein Atomakkumulator. Research complete. Den setzen wir hier einfach mal hin, würde ich sagen. Was da bringt. Speichert Strom, Höhekapazität. Achso, der speichert Strom. So, jetzt haben wir das. Jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn noch? Hier haben wir doch auch noch was. Fabrik. Fabrik machen wir, würde ich sagen, hier. Nicht okay.
So, jetzt brauchen wir noch Treibstoff. Forschung. Research complete. Forschung. Ja, so, Treibstoff. Wir brauchen unbedingt Treibstoff. Drohnenfabrik auf jeden Fall. Die setzen wir mal. Wo setzen wir die hin? Die setzen wir mal. Hier oben gleich hin. So. Achso, da brauchen wir auch einen Menschen für. Na, ganz toll. Ist ja ganz klasse. So. So, dann brauchen wir natürlich noch hier so ein kleines Plätzchen, wo wir das hinpacken können. Und wir brauchen jetzt erstmal noch Strom. Nee, wir brauchen Strom. Einmal. Und ein zweites Mal. Jetzt ist wieder Autospeichern angesagt, dann macht er Pause. So, und schon läuft es weiter. Deponie für spezielle Ressourcen. Lager für spezielle Ressourcen. Bietet Platz für Lager. Research complete. So, okay, dann bauen wir das dahin.
Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier noch? Research complete. Edelmetallextrator. Da haben wir noch was Farmen. Das sind auch die Hydrophone. So, das. Sollen ja alle auch versorgt werden. Also müssen wir uns da einen Plan machen, wie wir das hinkriegen, dass alle auch satt werden. Wenn denn irgendwann mal Leute kommen. Der baut aber immer tiefer ab. Research complete. Oh, ich kann jetzt schon größere Kuppeln machen, okay. Das konnte ich letztens nicht. Und den mit den Dreiecken nicht. Also soweit habe ich jetzt alles gebaut. Jetzt müsste hier nur mal was passieren. So, Menschlichkeit. Thank you.
Ach so, die haben wir jetzt verbunden. Research complete. Überspannung. Und wie kriege ich jetzt Menschen dahin? Na, 0, 0, 0, alles 0. Dann muss ich vielleicht da hier erstmal auf das Apartment klicken. Ist alles da.
Ah, da haben wir es. So. Ah, ich kann forschen. Oh, ich mach mal lieber. Ich mach mal lieber so und nicht, dass es da Content wieder gibt. Research complete. So, forschen, 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 forschen. So. Aber forschen kann ich ja nicht, weil ich habe ja gar keine Forscher. Braucht dafür Menschen, oder? Nö. Forscht da von alleine oder was? Ich hätte mal hier hinten das zuerst nehmen sollen. Na egal, wir machen das jetzt einfach mal und jetzt... Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nachschub. Passagierrakete, genau. Jetzt haben wir es. Oh, ich habe jetzt die Musik ausgemacht. Jetzt ist es wirklich echt nervig ohne Musik. So eintönig. So, komm. So, Forschung. Planetansicht, okay. Missionsprofil, Kontrollzentrum, Meilensteine. So, komm. Jetzt kommen Menschen, jetzt kommen Menschen. Raketenlandeplatz. Super. Dadurch staubt die alles voll. Milestone achieved. Yes, ich habe Menschen. New colonists have arrived. Jetzt ist die PlayStation gerade überfordert. Ich glaube, hier sind zu viele Menschen angekommen. So. Jetzt müssen wir gucken. Wir haben doch hier... für Treibstoff. Hier haben wir da Treibstoff. Oh, was haben wir hier? Maschinenfabrik. Yes! Wir können eine Maschinenfabrik bauen. Yes. So, was haben wir denn noch Schönes? Elektronikfabrik, die haben wir doch schon. Jo. So. Was?
zu weit von Kuppel entfernt. Ach du Scheiße. Naja, okay. Dann halt zu weit von der Kuppel entfernt. Luftfitnesssaal. Zu weit von der Kuppel entfernt ist. Wollt ihr mich verarschen? Stadtprobleme. Es wurden noch nicht alle Ressourcen von der Rakete entladen. Wenn die Rakete jetzt startet, okay, dann machen wir sie erstmal entladen. Nahrung wird schon weniger, das andere ist alles noch da. Status. Ich mach mal das hier hin, dann können die schneller entladen. Denke ich mal sehr hilfreich. We have a food shortage. So. Dauert noch ein bisschen, bis wir die Rakete leer haben. Na nun komm, mach doch. Our colonists are starving. Ja.
funding received. We have a food shortage. Speichert das schon wieder. New colonists have arrived. We have a food shortage. Die sind am Auspacken, okay. Ach so, das steht ja noch nicht. Resources are low.
So. Research complete.
Wie lange brauchen die denn? Hunger? Wieso haben die Hunger? Ich habe hier genug Lebensmittel. Seid ihr bescheuert? Die sind doch bescheuert. Die haben Hunger. Ich habe genug Lebensmittel. Funding received. New colonists have arrived. Ich verliere mich noch im Spiel. Ey, Leute, jetzt aber wirklich. Ey, 1:46. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören, weil sonst spiele ich hier noch die ganze Nacht und das Video geht 5 Stunden. Es macht einfach unheimlich. Ich weiß nicht warum, ich finde sowas total entspannt. Viele sagen dann immer, oh, ist langweilig, man baut nur. Aber ruckzuck ist da 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden weg. Ich finde das mega entspannt. Einfach hier ein bisschen rumbauen, gucken, wie die Kolonie wächst. Ist meine Meinung, ne? Und von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Es ist ein bisschen schwerer als die anderen, weil man muss hier auf ein bisschen mehr Kleinigkeiten achten, weil die haben ja keine Luft. Nahrungsmittel kennen wir überall, aber wir brauchen noch Sauerstoff, Wasser, Strom kennen wir ja auch. Also Strom und Wasser kennen wir ja, aber hier kommt jetzt noch der Sauerstoff dazu. Wir müssen Nachschub anfordern. Wir müssen die Gebiete scannen. Ich habe jetzt auch... Warum kann ich denn jetzt nicht später scannen? Also ich würde jetzt auch gerne mal wieder noch ein bisschen scannen. Wieso haben die alle Hunger? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ich habe genug Lebensmittel. Ich habe genug Lebensmittel und die sind hungrig. Und ihr versteht nicht, Priorität. So. Ich muss jetzt aber erstmal speichern. So, wo war ich stehen geblieben? Ich bin da komplett abgelenkt. Sorry, Leute. Der hat vorhin schon ihn angelegt, okay? Also einer ist von letztens, wo ich gespielt habe, wo ich nur kurz gemacht habe. Aber egal. Für viele ist es, denke ich mal, nüscht. Ich kenne euch, ich weiß es, aber ich finde es mega entspannend. Mir macht es megamäßig Spaß und ich kann es halt nur empfehlen.
Aber ich muss jetzt langsam auch aufhören, weil es ist hier schon ziemlich spät und ich würde ja noch ein bisschen Schlaf abbekommen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat und gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns in dem nächsten Angezockt oder keine Ahnung, was für ein Video wieder. Bis dahin, haut rein, ahoi. Sagt euer Odin.